Die Zusammenfassung der Spiele der 10. Runde in Österreichs 2. Liga. Lafnitz ist derzeit nicht zu stoppen. Auch in der Partie gegen Vorwärts Steyr sorgte der Tabellenzweite für klare Verhältnisse und gewann 3:0. Zweimal Siegel und Krinzer sorgten für die Treffer. Im Duell Austria Klagenfurt gegen Wacker Innsbruck, also ein Schlagerspiel, war es Ronny Waldo, der in der 52. Minute für die Führung der Tiroler sorgte. Der Ausgleich dann durch Hacic in Minute 73, 1:1. Nachdem Liefering in der 9. Runde gegen Amstetten strauchelte, sorgte man dieses Mal gegen Kapfenberg für ganz klare Verhältnisse. 6:1 stand es am Ende und damit bleibt Liefering Tabellenführer. Einen wichtigen 2:1 Heimerfolg gab es in dieser Runde für Austria Lustenau gegen den FAC. Nach Corona-bedingter Spielpause drehten die Lustenauer einen 0:1 Rückstand und sorgten durch Tore von Bayer und Wallace noch für den 3. vollen Saisonerfolg. Amstetten gegen die Young Violets. Da waren die Hausherren Favorit und mussten am Ende doch die Punkte den Gästen überlassen. In der Nachspielzeit, 93. Minute, da sorgte Stefan Feiertag mit seinem Treffer für einen violetten Feiertag. Im Linzer Stadion hatte Coach Ronny Brunnmeier seine Elf in Halbzeit 1 blendend eingestellt. Zweimal Schubert und einmal Pommer sorgten für einen sicheren 3:0 Vorsprung. Am Ende musste man dann noch zittern. Denn in Halbzeit 2 kam Horn heran. Endstand 3:2.